geben, nehmen und behalten. Im Alltag gibt es viele Situationen, in denen etwas gegeben und etwas genommen wird. Außer in dieser handfesten Form gibt es natürlich auch noch andere Situationen, in denen man gibt und nimmt. Wir wissen alle, dass wir von dem, was wir nehmen, nicht alles behalten. In der Lehrsituation sind Geben, Nehmen und Behalten grundlegende Faktoren. Die Ausbilder, Lehrer oder Gruppenleiter geben ihren Stoff, ihre Information oder Mitteilung. Die Schüler oder Teilnehmer nehmen diese Mitteilung auf. Man muss damit rechnen, dass vom gegebenen Lehrstoff nicht alles aufgenommen und dass nur ein Teil des Aufgenommenen behalten wird. Vereinfacht sieht das etwa folgendermaßen aus. Der Klarmacher gibt den Stoff an die Gruppe. Aber nicht alles wird aufgenommen. Von dem tatsächlich aufgenommenen Stoff wird wiederum nicht alles behalten. Natürlich behalten die einzelnen Teilnehmer oder Schüler verschieden viel, je nach ihrer persönlichen Veranlagung oder Verfassung. Aber für den Erfolg der Belehrung ist es entscheidend, wie viel im Gruppendurchschnitt behalten wird. Wovon ist es nun abhängig, ob die Gruppe im Durchschnitt viel oder wenig behält? Wie viel die Gruppe im Durchschnitt von einer Mitteilung behält, hängt im Wesentlichen davon ab, auf welchem Wege sie diese Mitteilung aufgenommen hat. In diesem Falle zum Beispiel wird die Mitteilung durch das Ohr, also durch Hören, aufgenommen. Hier nimmt die Gruppe durch das Auge, also durch Sehen, auf. In diesem Falle wird die Mitteilung durch Auge und Ohr aufgenommen. Also gleichzeitig durch Hören und Sehen. Aber auch durch Selbstreden wird aufgenommen. Und schließlich auch durch die praktische Tätigkeit, also durch das Selbsttun. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten der praktischen Tätigkeit.
Das Tun kann dabei vorwiegend geistig oder körperlich sein. Klarmacher hat auf verschiedenen Wegen gegeben, die Gruppe hat auf verschiedenen Wegen genommen, wann wird sie im Durchschnitt mehr behalten? Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir alle, wovon wir weniger und wovon wir mehr behalten. Es ist klar, dass wir von dem, was wir selbst tun, also selbst praktisch erfahren, mehr in Erinnerung behalten, als von dem, was gesagt oder erzählt wird. Ebenso ist allgemein bekannt, dass wir uns besser merken, was wir selbst sagen, als das, was andere uns erzählen. Und dass wir vom gleichzeitigen Hören und Sehen mehr behalten, als nur vom Hören oder nur vom Sehen. Hiermit haben wir die Reihe aufgestellt, die unserer Alltagserfahrung entspricht. Wissenschaftliche Untersuchungen haben unsere praktischen Erfahrungen ergänzt und zu folgendem Ergebnis geführt. Von dem, was wir hören, merken wir uns im Durchschnitt etwa 20%. Von dem, was wir sehen, behalten wir im Durchschnitt etwa 30%. Von dem, was wir gleichzeitig hören und sehen, behalten wir im Durchschnitt etwa 50%. Von dem, was wir selbst reden, behalten wir im Durchschnitt etwa 70%. Von dem, was wir selbst tun, behalten wir im Durchschnitt etwa 90%. Aus dieser Reihe ergibt sich eine einfache Erkenntnis für jeden Klarmacher. Der Schüler behält mehr von dem, was er selbst aktiv erarbeitet. Und der Schüler behält weniger von dem, was er selbst passiv empfängt. Mit anderen Worten, hineintrichtern ist weniger wirksam als herausholen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich folgender Grundsatz für die Praxis. Verlust an Zeit und Aufwand im Unterricht werden verringert, indem wir bei der Vorbereitung den Stoff gliedern, die Schwerpunkte bestimmen und zur Klärung der wichtigsten Punkte die wirksamsten Wege wählen, also Besprechung oder praktische Tätigkeit. Denn soll die Gruppe viel behalten, muss sie möglichst selbst gestalten.